Schön gespielt. Wow, wow. Sabes? Así. ¿Quién te lo mostró? Oh, das war die CR7. Boah, der ist besser als ich. Okay, darf ich dich was fragen? Hast du bei Arsenal gespielt? Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine Folge Find the Pro. Und ich muss sagen, ich habe heute so eine Vorahnung, dass das heute eine sehr, sehr verrückte Folge wird, weil wir sehr verrückte Spieler dabei haben und natürlich auch wieder eine überragende Jury. Ich glaube, mit der Konstellation hätten wieder wenige von euch gerechnet, deshalb kommen wir direkt zur Juryvorstellung. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Dia, Fußball-Creator, Spieler von Delay Sports und neben mir geht's wieder spannend weiter. Hi, ich bin Anton, mache jetzt schon seit 11 Jahren YouTube und mittlerweile eigentlich nur noch Stadionvlogs. Hi, ich bin Ahmed Arsan, 29 und ich spiele für den 1. FC Magdeburg. Hi, ich bin Andi und ich bin Dias Trainer bei Delay Sports. Ja, ihr seht schon, wir haben wieder eine sehr, sehr coole Jury dabei. Anton kennt ihr sowieso schon von tausenden Stadion-Vlogs. Coach Andi habt ihr auch schon von vielen Sachen gesehen. Bei Ahmed, er hat das jetzt gar nicht erwähnt, Torschützenkönig in der 3. Liga gewesen. Wie viele Tore hast du gemacht? 25. 25 Tore in der 3. Liga gemacht. Beim 6-4 gegen Hertha auch noch gestochen. Also wir haben schon eine sehr, sehr starke Jury dabei. Und wie gesagt, wie ich es im Intro schon gesagt habe, ich glaube auch sehr, sehr coole Spieler. Deshalb kommen wir auch direkt zur Spielervorstellung. Hi, ich bin Iago, Bruder von Imad. Ich spiele in U19 FC Barcelona. Ich bin 18 Jahre alt und spiele in Rechtsverteidigung. Mein Name ist Motara, ich bin 17 Jahre alt und spiele in der Offensive von Arsenal U19. Hi, ich bin Joey Taubenbeck, bin Zentrumspieler und spiele U17 Bundesliga beim Energie Cottbus. Hi, ich bin Arian, 22, linker Flügel bei Werder U23. Ja, mein Name ist Andy, bin 18 Jahre alt und spiele bei Union Berlin der U19 und bin Stürmer. Hi, ich bin Asil, ich bin 20 Jahre alt, spiele offensiv links, offensiv rechts beim SC Freiburg in der 2. Scheiße Blend, bin 17 Jahre alt, zocke bei Leganés U19. So, Freunde, mein erster optischer Eindruck, beziehungsweise das erste, was ich gesagt habe, dass es heute eine sehr verrückte Folge werden wird, ja, hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich glaube, wir haben sehr, sehr verrückte Spieler mit dabei und deshalb mal sagen wir unseren ersten optischen Eindruck immer. Soll ich anfangen oder? Ne, Anton, fang du mal gerne an, wer dir so optisch gut gefällt. Ich glaube, da gibt es nur zwei Kandidaten jetzt rein vom Optischen. Einmal der Vorbilds U19-Spieler von Cottbus, Andi. Union Berlin. Union Berlin, genau. Ja. Und also er sieht halt wirklich, ich weiß nicht, sein Körperfettanteil wahrscheinlich so 10-9% durchtrainiert. Das ist so ein Ronaldo-Fanboy, den sehe ich jetzt schon. Und aber Stürmer, okay, wenn er gut netzt. Ich glaube auch bestimmt gutes Kopfballspiel. Safe. Und der von Barca natürlich hat auch super Beine. Ist aber, ich weiß nicht, wie groß ist er? Wir können auch keine Fragen stellen. Aber Rechtsverteidiger. Ja, der ist so 1,43, aber du. 1,43. 1,73 meine ich. aber du weißt ja selber, Barca, die setzen so auf. Jordi Alba habe ich im Kopf, Außenverteidiger, Dest, wer war da noch alles Außenverteidiger bei Barca? Dani Alves war auch nicht der Größte. Klein, ja. Ja gut, aber ansonsten sehen Jungs eigentlich alle stabil aus. Ja, die sehen auf jeden Fall alle nach Fußballern aus. Wie gesagt, wenn ich optisch Fußballer bin, dann könnten die alle Fußballer sein. Bei Andi gehe ich auch mit, habe ich eben schon gesagt. Er sieht einfach aus wie Vorzeigeprofi. Joey kann ich mir auch vorstellen, dass er sieht schon aus wie einer, der bei Cottbus spielen kann. Könnte schon passen, ja. Coach, du hast nochmal ein geschultes Auge. Ja, man muss ja sagen, der Name verbindet, also deswegen gehe ich da auch mit Andi hin. Ne? Und ich call mal einen ganz anderen. Ich würde mal auf, ich weiß nicht warum, aber Blend. Leganés, die Geschichte ist interessant auf jeden Fall. Boah, wie gerne ich jetzt schon Fragen stellen würde, aber mir gefällt auf jeden Fall, Arsenal finde ich sehr verrückt, die Geschichte. Der Zopf, die Statur, das ist schon heftig, das sieht schon nach Fußballer aus auf jeden Fall.
Wie du sagst, Andy, da sind wir uns alle einig, das ist so ein Vorzeigeprofi, Union Berlin. Sehr, sehr realistisch, kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Freunde, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gesprochen. Ich bin wirklich sehr gehypt auf die Folge, deshalb direkt Challenge Nummer 1. Die Tutor-Challenge, aber nicht mit Abschlüssen, sondern der Ball kommt englisch gespielt. Ball an und Mitnahme und dann Dribbling gegen den Keeper, 1 gegen 1. Wird sehr, sehr cool und hoffentlich sehr spannend. Jadro fängt an. Okay, Jadro und Asil. Super Ball erstmal. Ja, ist okay. Ist okay. Bin so gespannt, Alter. Ja. Das war jetzt aber, es war okay. War schon okay, ja. Aber es war jetzt nicht, wo ich sage, Barca-Technik. Ich dachte am Anfang, macht er so schnörkellos, dass er jetzt hier nicht so Übersteigungen macht. Das hat mir echt gefallen, ne? Das ist ja jetzt einfach. Nee, Jungs. Die Übersteiger waren Slow-Mo, oder? Der Chip war schon gut, aber die war Übersteiger nice. Waren nicht so. Ich sag ja so ein bisschen Slow-Mo-Modus, oder? Ich kann es nicht besser übersteigen, aber die waren sehr langsam aus. Boah, diese Imad-Geschichte und so, ich will da mehr zu wissen. Das Ding ist, er ist gerade schon ein bisschen unzufrieden mit sich selber. Also ich glaube, er kann schon ein bisschen mehr. Barca, Jungs, also das ist halt so ein hohes, also da musst du... Mortada. Boah, der Name schon. Mortada, ich glaube, du belügst uns richtig, aber... Die Story ist sehr wild auf jeden Fall, aber ich glaube, du bist auch ein wilder Spieler. Okay. Bruder, wie spielt Schindy die Bälle? Sensation, guter Touch. Ja. Kann passieren, alles mal weiter, gut. Mal weiter, ist noch nicht vorbei. Ja, den wolltest du. Das mag ich. Super Ball. Der hat einen super Touch. Ich schwör's dir, hat einen super Touch. Ja. Und zack. Okay, da hat er sich. Genau so. Perfekt. Der war stark. Joey, Energie Cottbus. Gut geholt, guter. Oh, Linksfuß. So. Oh. Bruder, das ist, ja, genau, ja. Das ist schon seine Dynamik, Power, schon sehr, sehr gut. Ich sag, der ist für mich, das ist das safe Haken, was er clean ist. Er ist jetzt schon mal weiter auf jeden Fall. Ja. Händchen. Ja. Okay. Sehr gut, Joey. Er ist top. Werder U23, bin gespannt. Ja, gut. Boah, der kommt wieder weit vorgelegt. Aber schnörkellos. Ja. Interessant auf jeden Fall. Ist gut. Der war besser. Aber auch der. Das sieht mir zu wenig nach Fußball aus. Ja. Weißt du, was ich meine? Du hast manchmal so ein bisschen steif, finde ich. Ja. Boah, ich bin so auf Andy gespannt. Du hast. Druck ist sowas von da, Andy. Aber jetzt super Tag. Doch, boah, das ist. Boah, gute Bewegung. Super, das war perfekt. Das sieht schon nach Fußball aus, so bei Annahme. You need some milk. Oh, holt er doch schön. Schau mal, wie schnell er auch den zweiten. Sehr schön, sehr schön. Und das ist es, was ich habe genug gesehen, Andy. Danke. Ja, genau. Assi selber dran. Auch gut. Auch sehr schöne Bewegung. Boah. Eine Touch war ein bisschen zu weit. Mhm. Aber gut ausgebügelt. Nicht perfekt, aber. Am Ende. Aber man sieht jetzt schon, dass er kicken kann, der Mann. Sehr schön in den Ball reingegangen. Aber ich finde, seine Bewegungen sind zu langsam. Ja. Ich habe aber noch nie diese Körperhaltung gesehen bei einem Profi. Ja. Bei Hummels ein bisschen. Ich finde, Hummels, echt? Ja, Hummels läuft auch immer ein bisschen so. Zumindest, wenn er nach einer Ecke zurückläuft. Okay. Ah, ja, okay. Ich weiß, weißt du, was ich meine? Ich hab's im Kopf, ja. Okay, Blend. Leganés, da bin ich auch gespannt. Oh, ja. Geil. Aber gute Beine wenigstens. Also die Übersteiger hätte ich mir vom Barca-Spieler gewünscht, ja. Weißt du? Mach mal bitte ein komplett schnörkellos, okay? Ball an Mitnahme, kurzes Dribbling, Abschluss. Mal was ganz Sauberes, ohne Schnickschnack. Ich will das mal sehen, okay? Hat aber eine gute Ballführung eigentlich? Also schon das wollte ich sagen, das wundert mich gerade, warum er so viele Faxen macht. Zack, und jetzt Abschluss. Schieß. Das hat er in sich, nein, das hat er in sich, okay. Ich sag keine Faxen, man fängt an, drei Übersteiger zu machen, nein. SS. Okay. Danke, Blend, ja? So, Freunde. Erste Challenge ist vorbei, sehr viele Eindrücke. Wir wählen jetzt einen raus. Ja, ich fange auch gerne an. Wer mir persönlich richtig gut gefallen hat, war einmal Joey, Energie Cottbus. Wirkt es bei der Vorstellung sehr nervös, aufgeregt. Aber dann, als du Fußball gespielt hast, fand ich die ganze Nervosität so, hat er irgendwie beiseite gelegt. Also wirklich sehr, sehr stark, hat mir richtig gut gefallen. Mit der Beste für mich gewesen. Und Andy, ja, so wie er aussieht, hat er auch gespielt, muss ich sagen. Druck war da, hat aber auch sehr, sehr schnörkellos, sehr guten Fußball gespielt. Mein Bruder Shindy hat mich mit seinen englischen Bällen sehr überrascht. Asil, sehr, sehr gute Bälle. Wen ich rauswählen würde, aufgrund leider Gottes so der weiteren Ballführung,
was auch nicht schlecht war, war aber Arian von Werder Bremen U23. Ich fand die Abschlüsse völlig in Ordnung, sauber, aber der Kontakt mit der weiteren Ballführung stelle ich mir sehr schwer vor für Werder Bremen U23. Das war mein Mann. Ja, also von Yagito möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sehen. Die ersten zwei Durchgänge waren so für mich so lala und dann ein bisschen so viel Sohle. Ich weiß nicht, ob die Technik für La Masia reicht, aber schauen wir mal weiter. Wie er schon sagt, Joey überragend. Hat mir eigentlich am besten gefallen, Andy auch. Vor allem mit seinem zweiten Clean Touch. Das waren halt Weltenunterschied mit dem, wenn du den vergleichst mit Arian. Ne? Ja, und bei ihm habe ich halt auch echt dick aufgeschrieben, zweiter Touch mit traurigem Smiley. Nicht persönlich nehmen, aber wenn du 22 bist, U23 Werder kickst, dann es kann mal passieren, dass der zweite Touch nicht klappt, aber da muss also spätestens nach dem zweiten, dritten Durchgang muss es perfekt sein. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss auch Arian nehmen, ja. Am meisten überzeugt hat mich Joey, muss ich ehrlich sagen, mein Bruder aus dem Osten. Ein bisschen enttäuscht war ich tatsächlich von Asil. Nach den Flugbällen dachte ich, okay, der kann das, aber ja, weiß nicht, auch so sein Touch. Aber ich würde ihn nicht rauswählen, ich will da auf jeden Fall noch was sehen. Ja, Arian und Blend, habe ich auch das Gefühl, dass sie nicht die Pros sind. Ich würde mich tatsächlich aber eher für Blend entscheiden. Weiß nicht, du hast ihm nämlich gesagt auch noch, er soll jetzt schnörkellos sein und abschießen. Ich glaube, wenn dir das einfach von einem Trainer gesagt wird, bist jetzt nicht der Trainer, aber schon eine Anweisung kommt, dann würde ich mir das schon wünschen, dass das kommt. Deswegen glaube ich, auch wenn er ein gutes Tempo-Dribbling hat, gut, deine Übersteiger sind besser als den besten, den ich je gemacht habe, kann ich dir sagen. Das sah schon gut aus, aber ich glaube, ich würde ihn rauswählen. Ja, also wie bei Ahmed, meine Favoriten, würde ich sagen, die würde ich auch gerne mal zum Probetraining bei uns einladen. Sind jetzt also dein erster Favorit, Joey, würde ich jetzt mit in meinen Favoritenkreis mit dazu nehmen und Andy auch. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von meinem ursprünglichen Favoriten, so aus dem Bauchgefühl von Blend, kam mir zu wenig und da sind natürlich Jammern auf hohem Niveau. Da muss man auch immer sagen. Ja klar, ja, klar. Die können schon alle kicken. Das auch, aber deswegen wäre ich bei Blend. Krass, vor Arian sogar. Ja. Obwohl der zweite Touch ins Niemandsland ging. Weil ich die Enttäuschung so groß ist. Weil ich einfach. Ich weiß, der hat sich auch sehr geärgert. Ich war aber. Wir beide sagen Arian, ihr beide sagt Blend. Dann gehen wir ins 1 gegen 1, Arian gegen Blend. Wenn wir Schwächen haben und uns nicht einig sind, machen wir mal ein 1 gegen 1. Das ist aber interessant, weil ich habe vorhin gesagt, gegen Arian wäre ich auf gar keinen Fall gerne im Zweikampf. Ne? Auch wenn er. Ich bin sehr gespannt auf das. Er hat gesagt, er ist ein linker Flügel, aber gegen ihn im Zweikampf gar keinen Bock. Okay, erste Übung Stechen, also Feuer frei. So, Arian Blend. Ich check den Ball schon nicht, Leute. Ja. Er verteilt, ein bisschen unlucky. Mach weiter. Ich fand die erste Verteidigungsaktion von Arian eigentlich ganz gut, obwohl er eigentlich linker Flügel ist. Dann war es ein bisschen unglücklich, aber der Pass alleine so halt auf den Beispiel. Also, nee. Es sind also beide nicht, aber... Ja. Leute. Ja, sein die Bewegung. Ja, oh, das war okay. Schön. Das Super. War okay. Ja. Gut. Also, ja, ich gehe mit euch mit. Ich entschuldige mich. Nein, alles gut. Einmal tauschen noch? Ja. Okay, bessere Bälle. Auf Holzplatz gibt's keine Regeln. So sieht's aus. Boah, Digga, Alter. Macht hier eine Grätsche, ey. Ja, die Grätsche hat gar keinen Sinn auch gemacht, weil er hat ihn schon auf seinen schwachen linken Fuß gelenkt, was gut war, aber dein Grätsche. Hier auf dem Kunstrasen ist schon. Ja, der hat eine richtige Salami nachher am Bein, ey. Aber jetzt gefällt mir zumindest seine Mitnahme besser. Nein. Nee, aber er ist kein. Nein, nicht. Beide, ich sag beide nicht. Beide nicht. Beide nicht. Aber, da war ich gehe mit euch. Er war noch ein bisschen schlechter. Ja, ja ich habe jetzt auch wieder genug gesehen und für mich bleibt meine Entscheidung. Ich finde nach wie vor Blen stärker als Arian und zumindest habe ich da ein bisschen mehr Vorstellungskraft, dass das mit Leganés einen Ticken eher stimmen könnte als Arian bei Werder Bremen U23. Was sagst du? Ich glaube, das lassen wir so stehen, oder? Ja, Arian Habibi, es tut mir ein bisschen leid. Ich fand jetzt am Ende war die Mitnahme ein bisschen besser. Aber der, aufgrund auch des ersten Durchgangs und wenn du es jetzt in Relation siehst zu den ganzen anderen Teilnehmern hier und auch zum Blend, fand ich ihn ein bisschen besser. Deswegen, ja, bist du leider für mich raus. Ja, ihr habt mich umgestimmt. Also der Blend war schon eben nochmal mit dem ersten Durchgang zusammen nochmal einen Tick besser. Deswegen gehe ich jetzt mit euch und ich glaube, Arian ist kein Pro. Meine Stimme würde jetzt kein Gewicht mehr haben. Und ich fand einfach, weil ich die Grätsche eben, fand ich nicht gut, war auch vom Timing her einfach falsch gewesen. Und deswegen würde ich bei Blend bleiben. Aber gut, dann haben wir 3-1 für Blend.
und ich bedanke mich auf jeden Fall bei Arian, ja? So, Freunde, Challenge 1 gesehen, der erste Kandidat hat uns verlassen. Ich bin extrem gespannt und gehypt auf den zweiten Durchgang. Jetzt fangen wir an mit der Challenge, die ihr alle feiert, Five-Shot-Challenge. Da sehen wir auf jeden Fall viel, viel mehr Aktion von jedem einzelnen Spieler. Deshalb viel Spaß mit Challenge Nummer 2. Ich bin sehr gespannt. Okay. Fast gehalten. Warum? Der ist aber schnell unterwegs. Der ist schnell unterwegs. Schön. Das war eine gute Bewegung. Ja, das ist hat er gut gemacht. Das steigert die Bewegung sich jetzt. War stark. Oh, aber reicht das? Nein, nein, jetzt. Tranquilo. Oh, boah, der ist aber fix unterwegs. Ruhig. Links der Anlauf, wie auf die Zehenspitze geht, gefällt mir. Aber ist gut. Das ist ein schwacher Fuß. Ja, das war in Ordnung. Sag mal, dass er Zeit der Welt hat, ne? Tienes tiempo. Ich glaube, der braucht das. Boah, der läuft an wie CR7. Boah. Okay, alles klar. Jetzt, da hatten wir Vorurteile tatsächlich. Boah, der Durchgang war, also sein Schuss mit links war zwar rüber, aber der war auch gut. Touch war komisch, okay. Nur mit der Rückenlage. Ja, ich meine, hat er gerade jedes Tor gemacht? Ja, ne? 4 hat er gemacht. Nee, 5. Nee, mit links nicht. Mit links nicht. Ja. Aber trotzdem war der Schuss mit links gut. Also, ja, ja, voll, ein schwacher Fuß. Du darfst ja auch nicht vergessen, Mini-Tor. Okay, Mortada, Arsenal. Okay, komm, let's go. So, genau so. Erster, easy. So, 2. Genau das meine ich. Hat er sich clever noch so ein paar Zentimeter reingelegt. Ich glaube ihm auch, dass er auch mal einen mit Hacke und so reinhauen kann. Weil kann er auch. Muss jetzt hier nicht sein. Ist okay. Guter Schuss. Er ist halt sehr beidfüßig, ne? Also beim Schießen. Aber, ich finde, seinen linken fand ich eben besser als seinen rechten auch, oder? Mhm. Digga, guter linker Fuß. Sehr gut, Mortada. Hoffentlich nimmt er ihn mit dem Fuß an. Okay, da wusste er nicht wirklich, was er macht. Lebst du noch? Der Keeper. Ja. Okay. Pass. Aber also den Durchgang fand ich vom Barca-Spieler besser als von ihm. Ja, ja. Safe. Absolut. Aber ich kann mir vorstellen, dass er aber aktuell höher spielt. Kannst gerne starten. Oh! Gute Beine, sehr gute Beine. Sehr schön, Joey. Der ist besser als ich. Ja. Mach ihn. Ich weiß, völlig ist in Ordnung. Ist okay. Völlig in Ordnung. Ah, okay, eigentlich kein Dribbling, aber ist auch okay. Darfst du? Du darfst, er hat einfach seine eigene Übung gemacht. Andy, gerne. Boah. Ah, hat er gut spekuliert. Gut spekuliert. Mit Anzeigen noch, ne? Ja. Die macht er die ganze Zeit schon clean, ne? Ich weiß, wie viel Zeit er sich genommen hat. Ich fand das schon gut, die Zeit, die er sich wenigstens nimmt. Boah, was laberst du? Okay. Ja, ist okay, gut. Danke, Andy, reicht schon. Ich habe genug gesehen, oder? Ja. Asien, gerne, wenn du ready bist. Sehr gut, Junge. Bist du jetzt erstmal drin, reinkommen? Warum? Oh, den will er zu sehr. Ich glaube, er kann gut schießen. Glaube ich auch. Mhm. Ja. Der geht jetzt rein. Schau mal. Pass auf. Bap. Der kann sehr, sehr gut schießen. Schon sehr gut gewesen. Schau mal, seine Schüsse im Vergleich zu Joey zum Beispiel, also jetzt in den Durchgängen, besser, aber Joey ist wahrscheinlich trotzdem. Sehr guter gut. Linker auch, also ja, Schüsse sind top. Schuss. Wenn er jetzt irgendwie 16 wäre und würde irgendwo eine B-Jugend spielen, dann sage ich, okay, ich sag, solide, ne? Ja. Aber er ist 20 und spielt dritte Liga. Ist halt auch. Nein, das ist. Wobei ich ihn jetzt gut deutlich stärker fand als in der ersten Runde. Ja, safe. Ich fand ihn auch gut. Okay. Und Tempo. Und schöner Wackler. Ja. Schade. Der ist 100% schnell. Der eine Wackler hat mir gefallen, aber. Okay. Ging rein, ne? Platziert. Muss aber halten. Ja. Alles gut. Schade. Gut.
Das finde ich ja immer so krass bei Profis aus dem Fernsehen. Denkst du so, ja gut, ich krieg vielleicht auch mal so einen geilen Schuss hin. Aber wenn du dann auf dem Platz mit denen stehst, wie die die Freistöße schießen, dann siehst du erstmal, was da für ein Tempo dahinter steckt. Ja, ja. So, Freunde, Challenge Nummer 2, Five Shot wieder vorbei. Ein paar mehr Erkenntnisse. Ich muss sagen, auch ja, für mich so die Rangliste der Spiele haben sich jetzt nochmal komplett verändert. Ein paar Überraschungen waren auf jeden Fall dabei. Müssen jetzt sogar 2 rauswählen. Ich habe gerade den Start gemacht. Ich gebe das Wort mal an Anton weiter. Du kannst deine 2 Streichkandidaten mal nennen und wer dir vielleicht auch gut gefallen hat. Ja, also nach dem ersten Durchgang war ich ein bisschen sauer auf Yagito, hätte ich mehr erwartet. Jetzt war sehr guter Durchgang, 4 Tore gemacht. Ich glaube, auch der einzige, der 4 Buden reingehauen hat. Rein jetzt von den, wenn man jetzt nur diesen Durchgang betrachtet, waren Andy und Yagito für mich am stärksten. Joey natürlich auch, sieht man ja die ganzen Anlagen. Aber da fand ich seine Schüsse ausbaufähig. Vielleicht war er ein bisschen unlucky, weil von den 4 Stück, die er hat ja 2-mal sogar gemacht, war keiner drin. Am schlechtesten, in Anführungsstrichen, fand ich Arsene und Blend. Tatsächlich sogar Arsene einen Tick weiter vorne, weil der erste Durchgang war eigentlich ganz gut. Zweiter hat er sich nicht verbessert. Und Blend ist für mich ein Straßenkicker. Der aber jeden Tag halt auf dem Bolzplatz war mit seinen Jungs in seiner Jugend. Ahmed, was sagst du, welche wären deine 2 Streichkandidaten? Also du sagst nochmal für zusammenfassend Arsene und Blend. Ne? Genau, die 2 würde ich, aber ich fand Asien ein bisschen besser noch. Aber ja, ich muss mich für 2 entscheiden. Genau. Also bei mir war, die Runde hat ein bisschen wieder was geändert, weil ich gehe mit Anton mit. Also bei Jago dachte ich schon, der ist auf jeden Fall raus, aber die Runde war echt gut, muss man schon sagen, muss man anerkennen. Ja, und meine Streichkandidaten, also Joey, dein Touch fand ich nicht so gut beim langen Ball, beim Abwurf, aber ich glaube trotzdem immer noch nach wie vor, dass du es bist, weil man, ich weiß nicht, bei deinen Bewegungsabläufen, ich finde, das sieht gut aus. Und die Streichkandidaten, da gehe ich auch mit Anton mit. Also Blend hätte ich in der ersten Runde dann wahrscheinlich auch schon rausgewählt, wie ich es gesagt hatte. Und Asil war noch ein Tick besser. Ja, aber ihm würde ich auch rauswählen. Gibt eigentlich nicht so viel zu ergänzen. Also ich muss sagen, ich stimme den beiden da voll zu. Ich war, ja, bei Blend war ich ja schon in der ersten Runde, dachte ich, dass da ein bisschen mehr kommt. Und bei Asil, der spielt halt selber gute Bälle und so. Ich glaube, die ruhenden Bälle, das sind doch seins. Da war der erste Durchgang war gut, der zweite hätte er vielleicht nicht machen sollen. Dann wäre ich echt überrascht gewesen. Aber ich denke mal, bei Asil zum Beispiel, den würde ich persönlich, das ist jetzt nicht abwerten, aber den sehe ich halt als einen richtig guten Landesliga-Kicker. Vielleicht auch hier in Berlin wäre es vielleicht auch Berlin-Liga, aber das ist so, wo ich ihn sehen würde, aber trotzdem im Gegensatz zu den anderen 4 würde ich bei den beiden sagen, Blend und Asil, dass sie es nicht sind. Also ich hätte auch gesagt, die größte Überraschung war für mich auf jeden Fall Jaro vom FC Barcelona. Hätte ich echt im Leben nicht mehr gedacht, dass er, also nach dem ersten Durchgang war das schon einer meiner Streichkandidaten. Jetzt hat er bei mir einiges geändert, wirklich, hat mich echt sehr, sehr überrascht. Für mich aber trotzdem der Beste, muss ich sagen, war noch sogar ein Ticken besser als Jaro, wer mir gefallen hat, war Andy, weil ich sage so, das war, der hat nicht die meisten Tore gemacht, aber von den ganzen Bewegungen her war er mit der stärkste Union Berlin, U19 Bundesliga, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Meine Streichkandidaten gehe ich auf jeden Fall mit, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, ja, bei euch beiden, Asil und Blen, ja, Bock gemacht mit euch. Und ich als erstes rausgeflogen, ist ja auch was wert. So, Freunde, Five Shot Challenge ist jetzt beendet. Wir haben wirklich coole Durchgänge gesehen. Jetzt mussten uns leider 2 verlassen, aber dafür haben wir umso cooleres Halbfinale. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit den 2-gegen-2 Duellen. Ja, wenn ihr ready seid. Spielt er gut. Guck mal, wie er redet. Guck mal, sein. Sven hat mich aber auch an die Nacht. Guck dir mit deinen Augen, hast du es gesehen? Der hat ihn ja gerade. Oh. Ja, das ist schon. Ist schon. Ey, aber der hat wieder gemacht. Aber hast du es gesehen? Wie ein Handballer, Digga. Was hast du gesagt? Er stand einfach so vor. Hab ich noch nie gesehen, ne? Guck dir die Arme an. Hä? Bruder. Der hätte die Hände sogar auf dem Boden. Guck dir das mal an. Das ist ein Handballverteidiger. Digga, willst du mich eigentlich. Ich glaube. Also, ich würde jetzt sagen, mit den Händen, so wie ihr das macht, ich meine, wenn er dagegen schießt, dass ihr das mal ankriegt, dann wäre er bekannt. Ich glaube, der will die verarschen. Also, aber ich sag. Achso, lass mal bitte noch einmal so rennen. Mal gucken, ob es noch. Guck mal, der andere verteidigt. Digga. Andy, spiel mal, von dem erwarte ich nichts. Leute, das kann doch. Na komm, das kann ich nicht ernst nehmen. Ja, warum macht der das? Der Stürmer und der Andy, der macht diese Abwehrverhalten zu einer Seite lenken. Guck. Aber er verteilt gut, Andy. Der Agitor. Hast du eine gute Bewegung, gut rausgegangen? Ja. Ja, stimmt.
Guter Ball. Aber er steht auch immer frontal vor allem. Auch Joey hat gute Wege. Und er guckt die ganze Zeit ins Gesicht immer wieder, ne? Das ist echt krass. Komm mal wieder. Oh, das war sehr wild. Das sah fast unabsichtlich aus, das sah ja absichtlich. Ja. Und diese Verteidigungshaltung, sehen wir das angeboten, ne? Er zeigt auch die Schaffner. Einmal noch und dann tauschen wir, ja? Du stehst immer seitlich. Ja, ja. Aber er verteidigt selbst jetzt, das muss man ihm lassen. Guck mal, wie er ihn anguckt. Das ist doch cool. Bruder, das kannst du doch gar nicht sehen. Bruder, der verarscht uns. Er nimmt uns richtig hops, ne? Das ist so prick. Aber ich meine, sie haben super verteidigt, die kamen nicht durch. Also, Bro, er macht Wachsen. Ja, gerne. Gucken uns das mal an. Er hat eben auch schon hat so Anweisungen bekommen von Miyagito. Er so, ja. Ja, genau. Schon, er ist Rechtsverteidiger, Leute, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das also, technisch ist er gut, der Junge. Der macht die Tänze. Macht er richtig gut. Der Junge hat eine. Der war. Ich glaube, er war safe mal mindestens ein Jährchen in der Jugend bei Barca. Achso, das war dein Getränk. Irgendwo in Spanien, aber ob er jetzt U19 noch spielt. Geiler Ball. Andy, ganz ekliger. Gut, Andy, Junge. Guck mal, wie er. Aber er will es alleine gerne machen, weil er was beweisen will, ne? Ja, weil der andere gerade auch nicht abgespielt hat, genau. Aber macht er nicht verkehrt, so wie er den Körper reinhaut und so? Der wollte es gerade. Also der Mortara, gar keine Chance beim Verteidigen. Nee, der hat er gar nicht. Der ist einfach der vorher. Aber er ist auch Zehner bei Arsenal, so muss er auch nicht verteidigen, aber okay. Oh, gerade dann. Okay. Ein Zehner spielt auch nicht so eine Bälle. Arsenal. Nee, das ist. Ah, schade. Den wollte er nicht haben. Nee. Den wollte er nicht haben. Den wollte er nicht. Aber den Weg würdest du normalerweise machen. Ja, als Profi würdest du diesen Weg machen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch langsam so ein bisschen. Also, es ist auch anstrengend, ne? Augen und Hand gemacht hat. Ja. Er hat ja gut verteidigt am Ende des Tages. Spiel. Schön. Wow. Schade. War gut. Weiter. War kein Foul, Leute, oder? Ganz fair. Schade. Okay, danke schön, Jungs, ja? So, Freunde, wir haben uns jetzt gerade auch nochmal intern beraten. Wir müssen tatsächlich hier nochmal ein bisschen mehr sehen, weil uns auch der Durchgang ehrlich gesagt verwirrt hat. Ist das richtige Wort? Ja. Jetzt auch von meinen Jurykollegen der Wunsch, einmal Jaro defensiv zu sehen, einmal gegen Andy und einmal nochmal gegen Joey, damit wir da vielleicht ein paar mehr Erkenntnisse haben. Deshalb einfach nochmal ein 1-gegen-1-Duell wollen wir nochmal sehen, wie er vielleicht da verteidigt, wie da offensiv vielleicht gearbeitet wird. Deshalb gucken wir uns nochmal ein paar 1-gegen-1-Duelle mehr an. Ja, also du weißt schon, was Jaro heißt auf Türkisch, ne? Ja. Bruder, aber was Jaro ist Nein. Ja, doch. Aber er hat doch Jaro die ganze Zeit gesagt. Jago. Also ich sag mal, ein Jaro sorgt für neues Kindergeld. Jago. Jagito. Also, Digga, ich sag seit 2 Stunden Jaro zu ihm. Jagito. Jetzt fällt euch das ein, dass er einfach... Okay, Jago. Jagito. Wenn du ready bist, los, wenn Kamera ready ist? Ja. Okay. Woher kann er eigentlich Deutsch, Leute? Das ist ja auch so ein Mysterium gerade für mich. Ja, ein bisschen kann er ja. Aber habt ihr gemerkt, ein bisschen weniger Hände? Ja, deswegen wollte ich das im 1 gegen 1 sehen. Vorhin hat er übertrieben, er hat manchmal auf den Boden so gehauen und so. Er spielt auch gute englische Bälle. Guter Qualität. Aber die Hände sind jetzt wieder. Jetzt ist er auch seitlich. Aber immer noch mit verteidigt den Händen. Ist jetzt aber gut. Kann ich ihm jetzt mit den jetzt Händen kannst sagen? Du sagen. Jagito! ¿Quién te mostró esto de los manos defender así? ¿Sabes? Así. ¿Quién te lo mostró? Vale. Okay, entonces no cambias. Bitte noch einmal die Übersetzung, was sagt er? Ja, er sagt, dass er sein ganzes Leben lang schon so verteidigt mit den Händen. Und ich habe gesagt, was passiert, wenn du einen Ball bekommst in die Hand, wenn er schießt, dann ist es sofort 11 Meter. Er so, hä? Achso, ja, dann ist halt 11 Meter, weißt du? Vamos. Einmal noch und dann tauschen wir. Guck mal, bietet die Seite an.
Aber Andy kommt auch nicht einmal vorbei. Jetzt macht es Andy gut mit seinem Körper. Jetzt macht er es gut. Körper, Arsch raus. Ich sage schwer an ihm vorbeizukommen. Sehr gut, Andy. 100 Pro. Jetzt arbeitest du richtig. Der ist richtig eklig. Der ist klein, wendig, da als Stürmer. Und guck mal, Andy ist boah, ja... Boah, den macht er gut. Aber der Yagito hat doch gesagt, beim 1 gegen 1 macht das wirklich immer so. Mhm. Weißt du? Dieses Ding. Ich glaube jetzt im Spiel, wenn es so eine 4 gegen 4, 5 gegen 5 ist, also eine normale Spielsituation, ich glaube, der lässt ja die Hände schon ein bisschen mehr weg. Aber jetzt so im 1 gegen 1, da... Tausch einmal Iago offensiv, der nimmt die auseinander. Wir machen gleich noch einmal, bitte einmal tauschen, Iago offensiv. Wir können tauschen, weil er ist sogar Innenverteidiger gerade, ist gut. Der ist Innenverteidiger. Ja, das macht sogar Sinn zu tauschen, ja. Okay, Iago. You ready? Ja. Yeah. Oh, jetzt kommt ein bisschen Arroganz. Und zack. Boah, ist der Tempo. Uiuiui. Der ist auch gut im Infight. Auch Innenverteidiger, schau mal. Guck mal, aber das macht Joey klasse mit seinem Shirt. Gut, Joey, pack ihn dir. Aber komm nicht ran, schau mal. Yagito? Leute, er ist Rechtsverteidiger. Der ist klasse, der er Mann. Ist Rechtsverteidiger. Der Held zieht, wie oft hat er ihn gezogen? Hat er ihn am Ende des Tages noch vernascht. Rechtsverteidiger. Ich glaube aber nicht, dass er Rechtsverteidiger ist. Also. So, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr Erkenntnisse. Ich habe, wie gesagt, meinen persönlichen Favoriten gerade gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, vielleicht ist der eine oder andere sich nicht ganz einig mit mir, aber ich fand das schon echt überragend, was wir gerade gesehen haben. Es ging richtig zur Sache. Ich hoffe, dass die Emotionen kommen auch hier im Video über. Bevor wir eine Entscheidung, endgültige Entscheidung treffen, hören wir uns noch ein bisschen die Fußball-Stories an. Mal gucken, so einfach den Fußball-Werdegang. Mortada, hau mal raus, der Mann mit dem krassesten Fußballnamen bei Arsenal. Erzähl mal einfach deinen Werdegang. Okay. Ja, also ich habe angefangen, auf der Straße Fußball zu spielen. Dann habe ich recht spät angefangen bei einem Verein, in meinem Dorf. Und dann habe ich mich immer hochgesteigert. Und dann U17 habe ich Bundesliga gespielt, letztes Jahr, bei Eintracht Braunschweig. Und ich habe sehr viel Familie in England. Mein Onkel hat selber bei Arsenal in der Jugend gespielt. Und wir hatten so ein Sichtungstraining im Sommer. Und ich habe Videoszenen von mir geschickt. Und ich hatte Glück, dass der Trainer so dieses Straßenfußball mag. Hatte mich einfach eingeladen. Für mich war das kein Problem, weil ich da Familie habe. Ich kann da überall übernachten und so. Und deswegen habe ich das auch gemacht, 2 Wochen lang. Ist wie ein Trainingslager. Ich habe das durchgezogen. Irgendwie haben die mich angenommen. Jetzt habe ich 2 Jahre Vertrag. Ich bin jüngerer Jahrgang bei der U19. Stimmt, er ist ja 17. 17 am Spiel U19. Läuft das so, dass man da so Videos hinschickt bei Arsenal? Und für mich ist also die Aussage. Also nicht direkt, darf ich was sagen? Nicht direkt Arsenal, sondern über meinen Onkel, weil er ein bisschen Kontakte hat dort. Hat er den. Aber er hat es dem Trainer geschickt? Nein, er hat das generell den Verein gezeigt. Scouts hat das angeschaut, Trainer hat das selber angeschaut, Co-Trainer hat das angeschaut. Die haben sich so untereinander und deswegen... Also beim besten Willen, ich glaube ihm, dass sein Onkel vielleicht ein bisschen Kontakte hat. Ne? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mal mittrainieren durfte bei irgendeinem Trainingslager oder irgendwas. Vielleicht das, so. Sogar das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Aber ich glaube nicht, dass er genommen wurde. Da kannst du mit einem Video, was du selber hinschickst. Nein, die haben weltweite Scouts. Das klappt nicht mal bei Magdeburg. Wenn dein Onkel nicht Henri persönlich heißt, dann ist es schwer, dass du da. Also der muss schon eine Vereinslegende sein. Und dann musst du noch zusätzlich ein krasser Fußballer sein, weil Arsenal U19. Da verdienen die Jungs schon richtig Kohle. Wir reden davon professionell. Das ist der Unterbau U19, so. Also mit so Video und so. Geht immer, du kannst immer. Ja, reden. Also die vertrauen ihn. Also mein Onkel, der hat ein bisschen Status dort, hat auch sehr viel gespielt dort. Und die hatten halt einfach Vertrauen auf ihn. Haben die einfach geschickt, ja, okay. Ja, die zahlen ja nichts für mich. Wenn sein Vater jetzt Arsene Wenger ist, dann glaube ich es, aber so ist schwierig, weißt du. Ja. Wo wohnst denn du da? Was denn? Wo wohnst du da? In London. Ja, also bei meiner Familie. Bei meiner bei deiner Familie? Ja. Wie heißt denn dein Onkel? Wie heißt denn dein Onkel? Mohammed. Wie heißt er? Mohammed Abdul Karim. Mohammed Abdul Karim. Und weil du gesagt hast, die zahlen ja nichts, du verdienst kein Geld? Doch, aber ich meine, diese Sichtungsarbeit, die müssen für mich kein Ticket bezahlen, die müssen für mich jetzt nicht so viel bezahlen. Ne? Einfach, die haben mich eingeladen und ich hatte Glück, ich hatte meinen Tag, also meine Tage und dann. Nein, ich Eintracht Braunschweig, Bundesliga, U17 Bundesliga, glaube ich ihm. Das glaube ich dir. Aber diese London-Story ist mir ein Ticken zu wild mit Onkel. Ach. Wie heißt dein Trainer? Wo? Bei Arsenal? Ja. Christian Joe. Also wir nennen ihn Mr. Joe. Christian Joe ist auch ein geiler Name. Wie sind eure Trainingszeiten? Trainieren jeden Tag. Uhrzeit? 18 Uhr. Er ist raus.
Weil die auch in Magdeburg trainieren die schon vor der Schule. Also weil bei uns haben wir auch ein richtiges NLZ und die trainieren um, wenn wir auf den Platz gehen um 10, haben die schon um 9 trainiert, damit die um 10 zur Schule können. Die trainieren nicht um 18 Uhr. Training die Woche, am Tag. Bei den Profi, also bei U19. 19, 100%, die trainieren nicht nur 18 Uhr. Okay, darf ich dich was fragen? Hast du bei Arsenal gespielt? Nein, aber das ist, Arsenal ist professioneller als jeder Verein, in dem ich gespielt habe. Und deswegen würde es mich wundern, wenn die es anders machen als, keine Ahnung, die Vereine, wo ja, ich also gespielt habe. Also die meisten haben bis 13 Uhr Schule, ist 13 Uhr bis 14 Uhr. Danach haben die, gehen die zum Krafttraining. Und Mannschaftstraining beginnt um 18 Uhr. Natürlich kommen die ein bisschen davor. Die gehen Gym und so weiter. Und also ich weiß, dass die U19 von Barca auch nicht abends trainiert. Das weiß ich. Aber ich weiß jetzt nicht, wie Arsenal es macht. Keine Ahnung. Also nicht falsch verstehen, ne? Du kannst kicken. Wir müssen einen Pro finden was. Und ich glaube... Alles gut. Ich weiß was. Okay. Ja, das ist eure Entscheidung, aber im Endeffekt werdet ihr das sehen. Alles gut. Ja. Danke dir, Mortada. Ja? Kein Problem. Iaguito. English, better for me. I play U12 bis U19 Barcelona. But I have, I think, 3 months I stay in Barcelona, but I don't know after this is 3 months. I think this January. I don't know, I stay, but 100% I stay in Barcelona more times. But now are you training with the U19? Yes. You're training with Barcelona? Yes. But you're Brazilian, you're not Spanish. Yes, but my girlfriend live here. This is German. Ah, your girlfriend is here? Yes. That's why you speak a little bit German. Yes. Like, okay. But where's your girlfriend? Much. Here in Berlin? No, or? In Frankfurt. I am 18. 18. 18 years? 18. 18. He might. Okay. You know Noah Davich? Yes. Yes? Noah spielt un... Er spielt Youth League auch und sonst zweite Mannschaft. So, Imad is your brother, right? Yes. So, just tell your family story. You are both in Barcelona. Yes. Tell just the story about my this. My father is... Yeah, Brazil. My father and mother come from... Yeah, come from Spain. Meine Mutter. My mother. Your mother comes from Spain, okay. Yeah, my papa, half Spanish. Okay. Yes. Mal, Ivat. Man verwirrt mich immer mehr, aber ich freue mich auf Union Berlin. Also ich habe ganz klein angefangen bei TSG Neustrelitz. Dort habe ich gespielt. Dann seit der U12 bin ich dann zur Union gewechselt. Wie das zustande kam, wir hatten mal ein Testspiel, aber gegen die ein Jahr Älteren, weil ich bei TSG Neustrelitz mit den ein Jahr Älteren gespielt habe. Dort habe ich halt versucht, als Underdog so das zu zeigen. Ich habe ja nichts zu verlieren. Und dann ganz zufällig war der Vorstand, der Oliver, war in unserem Restaurant in Neustrelitz, als sie dann Mannschaftsessen hatten, Union Berlin. Und das war von meinem Vater das Restaurant. Hat dann mein Vater gewusst und hat dann mit Oliver ein bisschen geredet. Ich habe ihm so auch so ein bisschen gefallen. So. Von meiner Mannschaft war ich halt der Beste. So. Dann kam ein Probetraining zustande. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht ganz, wer Union ist. Mein Vater meinte, die spielen in der zweiten Bundesliga, zu dem Zeitpunkt noch. Hab mich sehr gefreut, sind hingefahren nach Berlin, so in 1,5 Stunden. Hab sehr überzeugt, direkt beim ersten Training angenommen, wurde direkt danach eingeladen zum nächsten Training. Jedoch haben wir halt noch in Neustrelitz gewohnt, dann sollte mein Vater halt ganz schnell eine Wohnung suchen. Dann sind wir schon, sage ich mal, hauptsächlich wegen mir umgezogen nach Berlin. Dann hat alles angefangen. Bin ich zur Union. Ja, seit der U12 spiele ich jetzt schon dort, bis hier U19. Wie viele Tore hast du bis jetzt gemacht? Also wir haben jetzt 11 Spiele, habe nur 5-mal getroffen. Aber gute Quote. Solide. Gute solide Quote. Ist gut. Gute Quote. Genau. Ich glaube, das ist eine Geschichte. Glaubst du nicht? Ich glaube ihm das nicht. Warum? Diese Geschichte, dass die dieses Testspiel hatten und dann aber nur, weil der Vater und so. Also wenn da sind ja auch Scouts. Und wenn du drüben einen hast, dann komme ich als Trainer. So habe ich es bei den Grunewaldern gemacht, bin ich hingegangen nach dem Spiel und habe die gefragt, ob die zu uns kommen wollen würden. Und nicht, dass die sind dann zufällig essen im Restaurant und mein Vater und hat die dann angesprochen und so bin ich, also weiß ich aber nicht. Ja auch elf, aber es war ja auch es war unmittelbar nach dem Spiel, ne? Vielleicht hat er sich danach die Zeit genommen, den Vater oder die Familie zu kontaktieren. Was ich krasser finde, ist, dass die Familie umzieht. Für einen Elfjährigen, der... Ja, so weil er ist ja ein guter, er ist ja ein guter Kicker und bei Fußball ist ja auch viel so Politik und hintenrum und sowas. Also ich kann auch ein bisschen ins Detail gehen. Also mein erster Trainer in der U12 war dann Paul. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Dann bis Herr Lüders, Herr Grand, Herr Patzer. Also Herr. Wieso Herr? Klingt fast wie in der Schule, oder? Ja, bis ab und zu in der Jugend so. Joey, jetzt du noch mal. Fußball beigebracht hat mir mein Bruder.
schon in jungen Jahren, also mit 2, 3 Jahren habe ich schon die ersten Grundzüge gelernt, sage ich mal. Dann mit 4 Jahren bin ich zu einem kleinen Verein in Berlin, Grünau BC heißt der, wurde dann gescoutet von Union, da dann bis zu U12 gespielt, hatte viele Höhen und Tiefen, muss man sagen, habe mich dann aber immer wieder zurückgekämpft. Am Ende hat es leider nicht gereicht, bin dann zu BFC Dynamo gewechselt, habe da bis zu U15 gespielt, also auch U15 das höchste, was man spielen kann, Regionalliga. Dann hat mich mein Spielerberater zu Energie Cottbus halt gebracht, habe in der U16 gespielt, habe da viel Spielpraxis gesammelt in der Brandenburg-Liga. Später in der Saison höher gespielt, also in der U17. Ja, da bin ich jetzt, U17, Energie Cottbus, Bundesliga. Du wurdest mit 6 gescoutet, oder? Ja, also ich war bei einem Camp von Union und der Trainer, dem habe ich halt gefallen. Und dann hat er mich rübergeholt. Schwierig, ey, diese Geschichten, ey. Ich lasse es aufs Sportliche. So, Freunde, jetzt haben wir uns auch noch die Storys angehört. Einige für mich plausibel, die anderen weniger plausibel. Jetzt müssen wir eine finale Entscheidung treffen. Ich habe gerade als erstes angesagt, Anton auch. Ahmed, du kannst jetzt gerne mal anfangen. Ich dachte, ich spick hier mal ein bisschen jetzt, ey. Ich kann schon mal einen sagen, der für mich raus ist, das ist Mortada. Nicht nur wegen der Fragerunde, sondern einfach auch sportlich haben die anderen 3 das einen Tick besser gemacht. Ja, die Fragerunde war komisch, deswegen, die hat mich auch, also die war so schwer für mich. Dem einen habe ich was abgekauft, im nächsten Moment dann wieder nicht. Deswegen lasse ich die komplett weg und da würde ich, glaube ich, den Andi rauswählen. Ja, Mo wäre für mich jetzt auch raus, weil die anderen 3 ein bisschen stärker sind auf den Positionen, die sie so gesagt haben. Ich würde jetzt auch Jago und, ich würde mit Jago und Andi gehen. Für mich wäre Joe raus. Für mich auch Mo raus, aber bis ins Halbfinale gekommen, also schlecht kannst du nicht gewesen sein. Bist auf jeden Fall ein guter Kicker, aber für mich reicht es da leider nicht bei dir. Ja, für mich Iago auch weiter auf jeden Fall im Finale. Das hast du dir verdient. Ich finde offensiv wie defensiv, er hat sich echt krass gesteigert und hat sich das Finale verdient. Auch wenn Joey ein Ticken jünger ist, aber mit dem Finale doch mit Andy ein Ticken mehr mitgehen. Ich kann mir Union Berlin vielleicht auch ein Ticken besser vorstellen. Jetzt muss ich ja entscheiden, ne? Ja. Also zuallererst, Jagito hat mich echt heftig überrascht, vor allem nach der ersten Übung. Für mich ist er so ein verrückter Löwe einfach, also richtig crazy Löwe, so die, halb Brasilianer, halb Spanier, hat so dieses, die Technik, also das brasilianische Blut ist vorhanden. Und ich war kurz davor, dich in der ersten Runde schon rauszuhauen, obwohl ich mein Kanal Viscavasa heißt. Ja, ich entscheide mich für meinen Verstand, gebe Joey, also ich würde Joey ins Finale lassen, das heißt, es würde 2-2 stehen, ändert nichts und ihr beweist euch nochmal kurz. Okay, aber dann danke ich dir erstmal, Mortada, dass du mitgemacht hast und wir gucken uns nochmal das Finale an, ja? Ja, ich wollte eigentlich was sagen, aber scheiße. Sag Stopp, kann ich was sagen? Nein, alles gut, nein. Ich weiß, dass ich das bin, kein Problem. Ich finde es ein bisschen unfair, dass die sich jetzt gemessen haben und ich nicht. Also, das wollte ich nur sagen. Was hat er? Ich hab's nicht verstanden. Er fand es ein bisschen unfair, dass die nochmal eine sich extra gemessen haben. Alle 3 haben sich gemessen, 1 gegen 1. Aber das 1 gegen 1 war gerade gar nicht mal so für mich. Da ging es wirklich nur darum, ob er beim 1 gegen 1 auch so verteidigt. Das ging, es ging deswegen gar nicht haben wir das gemacht. Offensiv oder es ging nur um ihn, dass wir ihn defensiv alles sehen. Gut, Mann. Alles gut. Kein Problem. Ja, okay, danke, Mortada, ja? Okay. Auf geht's. Ja. Gerne. Geiler Touch. Das hat er ist ein Innenverteidiger, Leute. Also er ist sehr variabel. Der ist 2 Jahre jünger. Gib mir noch eine Aktion. Eine Aktion noch. Schade. Okay, passiert. Alles gut. Einmal tauschen. Das hat der erste Durchgang war schon der clean war, genug. Der hat schon gezeigt, was... So jetzt muss Andi... Der muss jetzt... Das muss jetzt was werden. Ist nicht seine Spielweise. Ist kein Hallenspieler auch. Ja, das stimmt. Überhaupt undankbar nicht für ihn. Ist nicht seine Spielweise. Nee. Das ist sein Spiel. Das macht er draußen. Nichts anderes. Genau, das. Guck mal. Genau das ist sein Spiel draußen. In die Mitte ziehen. Hält den Ball auch. Schade. Aber der verteidigt gut, Mann. Ja. Habt ihr genug gesehen? Eigentlich ja, reicht. Ich hab auch genug gesehen. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Ich muss tatsächlich, ich stimme mich noch, also ich wurde überstimmt. Ich glaube schon, dass es Joey ein Ticken eher sein könnte. Es war aber sehr, sehr gut, was du machst.
eigentlich von Challenge 1 sehr gut. Es war eh Kopf-an-Kopf-Rennen, aber Potenzial, dass du dich noch viel weiterentwickelst, ist auf jeden Fall, gerade mit deinen 16 Jahren, wahrscheinlicher und realistischer für mich. Deshalb gehe ich mit Joey. Ich glaube auch, erste Mannschaft bei Cottbus schafft er locker. Oder ein anderer Regionalliga-Verein für ihn. Und wenn es gut läuft, ich meine, er hat noch viel Potenzial mit 16, ne? Ist jung, ja. Dann kann es auch mal schnell Richtung dritte Liga gehen. Oder whatever. Ja, von Andy, das war jetzt aber gar nicht wegen der letzten Übung. Mein Verstand hätte sowieso schon eher zu Joey tendiert. Ich glaube auf jeden Fall auch, der war ein paar Jährchen bei Union. Ob er jetzt noch ist, weiß ich nicht. Aber ja, für mich ist Joey im Finale. Und an Andy kann sein, dass wir uns täuschen. Aber ja. Bleibt bei meiner Meinung, es hatte mit der Challenge aber gerade nichts zu tun. Ihr habt es beide gut gemacht. Bei dir hat man auch gesehen, dass du einen Gegner am Rücken brauchst, weil bist so ein Stürmertyp, der, ich glaube, dass du schnell bist, übers Tempo kommt und einfach Abschluss braucht, nicht so 1-gegen-1 Spieler. Und als du ihn hinter dir hattest, hast du es gut gemacht, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Deswegen bleibe ich bei Joey. Ich glaube, es ist interessanter wahrscheinlich zu sehen, wenn wir Joey und Jago im Finale sehen. Deswegen, also nichts gegen Andy. Ich fand ihn gut. Ich würde ihm das auch zutrauen mit Union, aber ich schließe mich euch an. Ich würde jetzt auch mit Joey gehen. Du bist eh jetzt im Finale. Du bist eh im Finale. Nee, aber wegen Großfeld. Also ich bin da auch komplett anders eigentlich, weil ich lese halt das Spiel und spiele dann immer so Schnittsteinbälle und so. Deswegen, also ich glaube, eure Entscheidung ist die richtige. Also, danke. Du bist eh weiter. Das war halt ein bisschen dankbar für dich. Aber ich glaube, auf dem Großfeld, auch wenn du vielleicht selber von denkst, dass ich auch auf dem Großfeld besser bin als Andy. Aber ich glaube, ja, das meine ich. Also, das wäre, glaube ich. Ich mag das, dass er so selbstbewusst ist. Was hat er gesagt? Da überrenne ich ihn. Du überrennst sicher auch mich 100%. Also, aber ich mag kann auch sein, dass wir dich auch nochmal mehr in Action so gesehen hätten. Noch geiler. Aber ich glaube, bei ihm, aber aufgrund jetzt allem dessen und den Konstellationen ist für mich auch Joey halt, wie gesagt, im Finale, ja. Ja, dann danke dir, Andy, ja. Hat mega Bock gemacht mit dir. Wir haben ein geiles Finale. So, Freunde, ich glaube, wir haben jetzt ein richtig geiles Finale mit echt absolut spannenden Charakteren. Wir machen jetzt zum Finale nochmal einen Dribbling-Parcours mit Abschluss. Ja, Anton misst gleich die Zeit, wer da schneller ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt aufs Finale. Okay, Diego, gerne. Problem mit einem Fuß. Schon schnell. Tempo. Der hat sehr lange bis zum Abschluss ja, gebraucht. Ja. Ne? Ja, ich habe es nochmal die gleiche, nochmal same. Diego jetzt. Schon schnell auf jeden Fall. Tempo. Der braucht zu lange, bis er also links kann er auf jeden Fall einen guten Schuss, aber die Zeit direkt schon. Also das heißt, die Zeit braucht muss die Zeit mal verwechselt. Okay. Der will ihn sauber treffen und das macht er. Und rechts muss er jetzt halt richtig, wie du schon sagst, viel dynamischer noch schließen. Zack und los. Okay. Links schießt er besser als rechts. Ja, also beidfüßig safe. Also schießen eigentlich. Wobei ich ihn ja offensiv viel stärker fand als defensiv. Ab, darf kurz. Joey, bist du ready? Bevor ich beginne, wollte ich nur noch mal sagen, ich war vor einer Woche oder ein paar Tagen war ich noch krank. Deswegen, ich bin nicht mehr auf dem fittesten Stand so. Ja, also, alles gut. Alles gut. Ja. Schön. Clean, sauber. Digga. Super. Richtig toll, clean. Toll. Er hat gewonnen. Sah dynamisch aus als eben, ne? Wobei, weiter nimmt beim dritten Hütchen. Abschluss war sowieso überragend und er ist ein Innenverteidiger, Leute. Weiter. War okay. Alter. Ja, Luft ist natürlich jetzt bei allen ein bisschen langsam raus, aber der erste Durchgang war. Ich finde, das ist halt sehr flüssig gemacht. Ja, der erste, ja. Toll. Ja, gerne, Joey. Oh, das war jetzt komisch. Aber schau mal, die Übung ist schon anstrengend, weil den Joey, auch wenn er jetzt sagt, er war krank, aber er hat auch guter Rechtser, nur mit dem Schwachen gedribbelt, ne? Das ist schon anstrengend, die Übung jetzt, wenn du es im vollen Tempo machst. Aber. Ja. Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Wir haben hier Justin neben mir aus Folge 10. Ich habe ihm sogar einfach eine Fitgun geschickt und wollte einfach mal fragen, wie fandest du die große Fitgun? Jo, Freunde, grüßt euch erstmal. Ja, die hat mir eine Fitgun zugeschickt und ich habe die ausgetestet, direkt nach dem Spiel. Man muss sagen, die ist wirklich überragend. Ich habe mich am nächsten Tag direkt viel wohler gefühlt. Meine Beine waren locker direkt. Auch die verschiedenen Aufsätze ausgetestet, die auch hier mit drin sind. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Gerät und jetzt werde ich auch bald die Mini von ihm hoffentlich bekommen, die Fitgun Mini. So sieht's aus, Freunde, und das ist die Fitgun Mini.
kennen die wenigsten von euch, ist ein kleineres Massagegerät, wie gesagt, die kleinere FitGun, aber mindestens genauso effektiv. Die hat auch, wie gesagt, verschiedene Stufen. Ihr drückt ganz entspannt einfach häufiger drauf und schon wird sie schneller und könnt euch wunderbar selber massieren. Der große Vorteil ist, die FitGun Mini ist natürlich super, super handlich. Der Koffer dazu ist auch sehr klein. Ihr habt aber auch hier verschiedene Aufsätze drin. Und hier haben wir nochmal den Wärmeaufsatz mit drei unterschiedlichen Stufen, wo es wirklich wunderbar angenehm warm wird. Ist super für die Durchblutung. Und heute haben wir sogar ein ganz besonderes Angebot für euch. Zu jeder Bestellung gibt es den Kälteaufsatz komplett kostenlos mit oben drauf. Den Link und Rabattcode, womit ihr noch ordentlich spart, packe ich euch hier in die Videobeschreibung. Code Berlin50, damit spart ihr 50% auf alles. Und jetzt geht's weiter im Video, Freunde. So, Freunde, wir müssen jetzt eine finale Entscheidung treffen. Für mich ist meine Entscheidung relativ klar. Was heißt klar? Es war schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jago hat sich das Finale auch 100% verdient, finde ich. Ich glaube auch, dass er was mit Barca zu tun hat. Ähnlich wie Imad, das glaube ich ihm. Aber ich gehe mit der ganzen Story von Joey mit. Gerade auch im Finale noch einen Ticken besser performt, finde ich persönlich. Gerade sein erster Durchgang war richtig clean. Deshalb ist mein Pro-Spieler für heute Joey. Ja. Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass Yagito bei Barca irgendwie gespielt hat oder spielt. Jetzt glaube ich es. Ich glaube, er war in La Masia mal drin, die ein oder andere Saison. Ob jetzt bis zur U13 oder U15. Aber ich glaube nicht, dass er aktuell beide U19 vom FC Barcelona spielt und auch jetzt letztens im Kader war bei der Youth League. Ich glaube nicht, auch wenn er mir insgesamt extrem gut gefallen hat und eine geile Überraschung war. Und Joey, wenn du jetzt natürlich 18 wärst, dann ändert sich für mich auch die ganze Konstellation. Aber wenn ich dir glaube, dass du 16 bist, dann bist du für mich auch heute der Pro. Ich glaube, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also das, was du eben gesagt hast, mit wenn er älter ist, dann ändert sich für mich einiges. Mit 16 wäre er echt sehr, sehr weit und da könnte ich mir vorstellen, da hättest du mir auch erzählen können, dass du nicht bei Cottbus, sondern bei Hertha spielst. Oh, wie er sich freut, komm. Ja. Ich finde den echt gut. Ich werde ihn auf jeden Fall verfolgen, wenn er wirklich bei Cottbus spielt. Deswegen gehe ich mit ihm. Ich glaube, er lacht, weil er weiß, dass wir richtig liegen. Ich würde auch mit ihm gehen. Ich kann mir vorstellen, dass er U17 Cottbus spielt. Wir haben ja hier bei uns im Team die, ich weiß gar nicht wer, Timo, Niki und Patrick, die haben ja auch, ich glaube, zwei von denen haben auch bei Cottbus U18 Bundesliga oder so gespielt. Und das geht so in die gleiche Richtung, da kann ich mir das vorstellen. Bei Jago, weiß ich nicht, super Fußballer, aber ich fand seine Verteidigungssache mit den Händen da unten und so, war zu crazy. Deswegen würde ich mich bei den beiden für Joey entscheiden. Dann würde ich sagen, jetzt ist der Moment gekommen, dann kann der wahre Pro-Spieler bitte mal nach vorne kommen. Nein. Nein. Ja, er macht Show. Ist Show? Ja. Okay. Ich habe einen Schock bekommen. Auch Show. Krass, okay. GG's. Das ist jetzt aber kein... Nochmal ne? Spaß? Ist kein Prank mehr? Okay. Geil. Kriegt man Panik, wenn die zwei, dreimal... Man muss sagen, hast du gleich von Anfang an gesagt. Ich habe von Anfang an gesagt. War das dein Call von Anfang an? Ja, war sein Call von Anfang an. Joey, bei dir alles war 16 Jahre alt? Ja, alles war. Also nichts gelogen. Der Werdegang ist auch genauso. Ja. Union Berlin, alles gespielt. BFC Dynamo dann. Viele Probleme auch gehabt zwischendurch. Aber jetzt 100%iger Stammspieler und ich mache mein Ding. Danke dir, ja? Wir hören uns mal die anderen Stories an. Iago, Barcelona, jetzt... The truth now, la verdad. I come from Brazil, normal. Ich bin 28 Jahre alt. Guck mal, 28? Der Mann ist Rentner. 28? Der Mann ist Rentner. Aber früher habe ich gespielt in Barcelona und in 2012 I come back to Brazil, play 10 years bis 2022 in Cruzeiro. Which division in Brazil? First division in First? Brazil, yes. Der war erste yes. Liga Brasilien? Yes, yes. You play against Cruzeiro? São Paulo? Yes. Really? Well, yes, I have. How was your market value? Your biggest market value? This is for like transfer market? Yeah. Now I have only here in Germany, I play in Türkspor Dortmund, in Oberliga. I mean like in the past, your highest value? Your highest. I think
80,000 Euro. 80,000 Euro. And now, yeah. And I play 2 years ago in two teams in Nähe von Dortmund, Tuxpor Dortmund, Oberliga und TuS Bovinghausen. And in 3 months I play in Oberliga in Togeloa. But why you come to Germany? What is the reason? This is I have one girlfriend come here, living here. Yeah. In Frankfurt, is true? Yes, Aschaffenburg. Aschaffenburg. Yeah, I know yes. That. Okay. And yeah, but I live in Togeloa alone with another friend come from America, play together. Yeah, wo er bei Barcelona, weißt du was ich meine? U14, I take national team too. Yes, Brazil national team. Seleção, wow. Yes. Was hat er? U14 Nationalmannschaft Brasilien. Echt? Yeah. Bruder, you are a crazy player. No, you can see it that you yes, like. Bro. Yeah. Do you want to play higher right now or is for you of course. Football? Now I think I am old. I think for, I don't know for first or the second division, but I have Universität because I have second plan. Okay. And this football. Second plan is always good. Yes, football, of course, I have dreams, but don't too much like before. Is it true? You are the brother from your No, I have one cousin, Frederico, for Fenerbahce. This is my really cousin. This is mama for Fred. This my uncle. Uncle? Yeah. Uncle? Yes, yes. Okay, nice, nice. Okay. Thank you, Iago, yeah? Thank you. Oh, das ist ein geiler Fußballer. Ja, geiler Typ. Geile, verrückte Geschichten. Ich mag sowas. Mortada, mein Bruder. Mortada. Du warst richtig sauer. Eintracht Braunschweig. Ja. Eintracht Braunschweig war Baba, ne? Oder? Leider nicht. Sag mir erst, ob du 17 bist. Ich bin 18. Ein Jahr. Aber auch das ist, du siehst auf jeden Fall viel, viel älter aus. Wir können auch 25 sein. 23, 24 hätte ich safe gesagt. Ja, ich habe auch viel erlebt, was Fußball angeht. Ja, wie gesagt, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe auf der Straße gespielt und angefangen zu spielen. Und mit 10 habe ich dann angefangen, bei einer Mannschaft zu spielen. Habe ich immer hochgesteigert. Und letztes Jahr habe ich Regionalliga gespielt. Mein erstes U19-Jahr. Und ja, aktuell bin ich vereinslos. Also ich habe jetzt vor kurzem bei Tasmania Berlin gespielt. In der Oberliga, aber aus... Hasel-Onkel-Geschichte, alles nicht? Alles gelungen, ja. Okay, das war ein bisschen sehr, sehr okay. Aber danke, nice. Die Mortada, ja. Kein Problem. Wir hatten schon mal einen aus Leganés, der hat uns eine ganz verrückte Geschichte erzählt. Der Ali Can, jetzt bin ich mal gespannt. Kennst du Ali Can überhaupt? Ich habe auch mit dem zusammengespielt in Leganés. Guck mal, erzähl mir deine Story. Also ich spiele zurzeit, ich bin gerade Jungjahrgang in der A-Jugend, Bezirksliga. Habe in meiner Saison eigentlich nur Landesliga und Bezirksliga gezockt und ich hab also das Ziel, Profi zu werden. Ich mache auch wirklich viel dafür, dies und das. Ich habe im Sommer habe ich für einen Monat so ein Camping oder irgendwie so einen Platz in Leganés bezahlt für irgendwas für 10.000 oder so. In Leganés habe ich gezockt dann für einen Monat mit Ali Can auch. 10.000 Euro? Irgendwas mit 10.000 Euro und da kommt alles. Aber was ist da bei euch, wenn Leganés los? Guck mal, das hat Ali Can hat das auch erzählt. Was hat er gesagt? Die zahlen 10.000 Euro dafür, dass sie so ein Trainingscamp machen in Leganés. Ist das alles der gleiche? Also ich weiß nicht, die Spieler werden anscheinend reihenweise abgezogen. Hab da gezockt, dachte, das wird was, dies und das. Am Ende wurde ich doch so oder so nur abgezogen. Hab nicht mein CD oder Video dies und das bekommen. Halt, wie ich gezockt habe, ich hätte mich dann hier auch in Deutschland beweist, dies und das mit dem Video. Weil wir haben da auch gegen andere Mannschaften gezockt. Und ja. Und jetzt bin ich hier wieder, versuche weiter dran zu bleiben. Ich hatte gestern einen langen Weg hinter mir. Aber noch mal ganz kurz, 10.000 Euro hast du bezahlt für eine... Über 10.000, aber über 10.000 Euro für einen Monat Training? Ja, 4 Wochen. Bruder, wenn das nicht der größte Scam... Das ist krass. Skandal, das geht gar nicht. Was geht in Leganés überhaupt ab? Warum ist das ständig so? Also die Leute können es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir das mal machen sollen. Dass wir mal nach Leganés reisen. Darf ich noch was über mich sagen? Also ich hatte gestern wirklich einen langen Weg hinter mir. Ich bin von 14 Uhr. Bis 1.30 Uhr unterwegs gewesen, hatte heute nur 5 Stunden Schlaf, musste heute wieder um 6 Uhr aufstehen, 2 Stunden wieder hier hingefahren. Also ich bin noch kaputt und müde, deswegen glaube ich gut. Auch, ich weiß nicht, was ich hatte vorm Tor, ich habe zu viele Faxen gemacht. Na, alles gut, aber kennst du noch weitere Spieler, die so Ja, mein Bruder spielte, hat die, auch mit mir.
die bei Leganés aktiv abgezogen wurden. Kennst du noch weitere? Ja, mein Bruder auch. Dein Bruder auch? Genau. Ali, du, dein Bruder, waren da noch mehr dabei, die du so vielleicht vom Hören sagen? Jetzt nicht, die unsere Sprache reden, aber weiß ich jetzt nicht so genau. Okay, okay. Bruder, die zahlen 10.000 Euro für einen Trainer. Ah, das ist geistkrank. Das kann gar nicht sein. Und Leganés ist ja kein Scam-Verein. Ja. Ich will das mal wissen. Also die Leute können es ja gerne in die Kommentare schreiben, ob die das sehen wollen, dass wir mal da mal nachhorchen, was da abgeht. Okay. Ja, dann nächster. Darf ich noch ein paar Jungs von meiner Mannschaft grüßen? Jetzt ist deine schnelle Bühne. Ich grüße auf jeden Fall JLZ Neheim, Jungs. Ibo, Miran, Lerot, Serhat, tschüss. Mani. Familie. Familie auch. Onkel, ich grüße Tante. Abdul, Alijan. Er hat einfach ganz Familie aufgezählt. Früh angefangen Fußball zu spielen, mit 5 oder so. Bin dann mit U14 bin ich zu VfL Wolfsburg, hab dann 5-Jahres-Vertrag bekommen. Hab da U14, U15 und U16 verbracht. Dann haben die in der U17 ein paar Transfers geholt. Das hat dann für mich für Spielzeit nicht gereicht. Bin dann zur U17 in die U17-Bundesliga nach Braunschweig, habe bei Eintracht da gespielt. Hab dann, weil die U19 von Braunschweig Regionalliga zockt, mir gedacht, ich will einen U19-Bulli-Verein, also Bundesliga-Verein. Bin dann zu Magdeburg, hab die 2 Jahre in der U19 da gespielt. Hab da auch nicht so viel Spielzeit bekommen, weshalb es dann am Ende nicht für den Pro-Vertrag in Magdeburg gereicht hat. Jetzt halte ich mich ein bisschen fit, will dann jetzt aber wieder angreifen. Achmed, klärt nochmal was von Magdeburg für dich, ne? Reden nochmal. Kein Stress. Danke dir, bleib dran, ne? Ja. Also, meine Geschichte war jetzt nicht so schwer zu variieren, sag ich mal in dem Sinne. Hat sehr viel gestimmt. Bin wirklich von Neustrelitz nach Union, so wie ich es gesagt habe. Habe von der U12 bis zur U15 gespielt. Bin dann zu TB gewechselt. Von TB jetzt zu Viktoria. Hatte schon, sag ich mal, öfter Tiefen als Höhen, was mich bis heute irgendwie, sag ich mal, in dem Sinne motiviert. Ich weiß einfach so mäßig, was ich kann und was für ein Potenzial ich auch habe. Wurde immer nicht, sag ich mal, meiner Spielzeit immer so gerecht. Aber in den Trainings, in den Trainingseinheiten, Testspiele immer, sag ich mal, performt. Man kann es immer auf den Trainer schieben, aber möchte ich hier in dem Sinne nicht. Wie gesagt, genau, jetzt gerade bei Viktoria U19. Danke dir, Andy. Ja. Kann ich jemanden grüßen kurz? Letzter Mann, ne? Ich grüße alle Albaner in dem Sinne. Ich bedanke mich. Danke, dass ich da war. Arian. Ja, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe recht spät mit Fußball angefangen. Dann habe ich irgendwann angefangen, Landesliga zu talken. Letztes Jahr habe ich noch Oberliga in Bremen gespielt. Werder U23 spielt jetzt auch Oberliga in Bremen. Also so hoch wäre das Niveau jetzt nicht. Ich habe zwar Kacke gespielt heute, aber... dann hatte ich ein paar Schicksalsschläge und seit dieser Saison zocke ich in der Bezirksliga. Okay, ich grüße auch die Jungs von Sebals, Tweety, Gongi und Steady. Perfekt, danke. Hast du mal Oberliga gespielt? Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Abonniert den Kanal, aktiviert auch hier gerne die Glocke und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.